Darth Vader ist eine der beliebtesten Figuren des Star Wars Fans. Dank ihm gab es viele einzigartige und unvergessliche Momente in Star Wars. Doch gleichzeitig war er für das größte Massaker der Geschichte in Star Wars verantwortlich. Was wäre, wenn also Anakin Skywalker, auch bekannt als Darth Vader, nie geboren wäre? Die junge Schmie Skywalker war hochschwanger und erwartete in Kürze ihr neugeborenes Kind. Als es endlich soweit war und der junge Anakin Skywalker auf die Welt kam, stellten die Ärzte fest, dass sie eine Totgeburt erlitten hatte. Anakin war tot. Dies ist natürlich nicht die Realität. Anakin wurde in Wahrheit zu dem mächtigen Sith Lord Darth Vader. Aber was wäre, wenn dieses Szenario wirklich eingetroffen wäre? Was wäre, wenn Anakin bei der Geburt wirklich verstorben wäre? Zuerst muss man sich natürlich die Frage stellen, ob dies wirklich positiv wäre. Klar, tragische Ereignisse wie die Zerschlagung des Jedi-Ordens und der Aufstieg des ersten galaktischen Imperiums hätten nie stattgefunden. Aber durch die Animationsserie Star Wars The Clone Wars erfuhren wir, dass Anakin neben Obi-Wan der wichtigste Jedi-General für die Galaktische Republik war. Ohne Anakin hätte man den Krieg mit der KOS sehr wahrscheinlich nicht so früh oder gar nie gewinnen können. Palpatine wäre es ohne den Einfluss von Anakin wahrscheinlich nicht gelungen, die Republik zu stürzen. Trotzdem hätte es viele Gefahren gegeben, die dank Anakin nicht existierten, wie zum Beispiel alle Mitglieder der Konföderation unabhängiger Systeme, die Anakin auf Mustafar eliminierte. Die Schlachten von Geonosis, Selukamai, Felucia, Coruscant, Ilum, Kabal, Rexus Prime, Trusta, Kamino oder auch Sullust und unzählige weitere Schlachten wären ohne Anakin komplett anders für die Republik verlaufen. Fest steht, ohne Anakin wären viele Massaker verhindert worden, aber auch viele erzeugt worden.